Leute, herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel zum neuen SCB-Verse Report. Zum ersten SCB-Verse Report mit dir an meiner Seite. In diesem Jahr, neues Jahr, neues so Glück. Ist es. Voller Hoffnung steigen wir ein, oder ich jetzt dieses Jahr. Mhm. Naja, mal sehen. Es gab ja zumindest, wo wir gleich beim Hot Topic sind, ein Update. Ein Update, genau. Mhm. Mit Riesen-Content, nein. Aber okay. Mit neuen Patches auf jeden Fall. Und dann Newsletter und Schedule. Genau, das sind, und das ist dann auch unser Hot Topic, denn wir haben jetzt hier zwei neue Patches angekündigt und einer ist schon im Schedule Report jetzt nämlich mit drin. Der 2.6.1er Patch soll uns jede Menge Verbesserungen, Balancing und vor allem Bug-Fixing bringen. Das heißt, kein großer neuer Content, wie du schon gesagt hast, sondern vor allem geht es um die Verbesserungen im Spiel. Ja, und das wird viele Leute darauf, inklusive unseren lieben Freund Weezy freuen. Ne? Ja, denn das Flugmodell, da hadert er ein bisschen mit, aber das soll zumindest in 2.6.1 verbessert werden. Daran wollen sie arbeiten, am Balancing, Ship Balancing. Was war noch? Star Marine wollen genau, sie auch verbessern. Genau, wird auch passieren, ja. Richtig. Dann, da wird es einige Sachen bei den Waffen geben. Dann soll es außerdem, ja, ganz insbesondere, was das Networking, also Netzwerk und das UI mit User Interface angeht, sollen da auch Verbesserungen kommen und eben insgesamt sehr viel Polishing und Bugfixing. Dazu kann man sagen, geplant ist dieser Patch für den Live-Release zum 16.02.2017. Ist jetzt das erste Aim-Date, also geplante. Dann, ob es dabei bleibt, werden wir natürlich sehen. Aber wenn er dann kommt, ist er auch nicht der Einzige, der dann kommt, sondern es kommt danach gleich oder geht die Arbeit weiter dann an 2.6.2. Mhm. Ja, und da gibt es dann sozusagen nochmal zusätzlich zu weiteren Verbesserungen am Flugmodell und weiterer Arbeit an Star Marine noch zwei Features, die sie mit reinbringen. Ja, unter anderem von der Megamap. Mhm. Da haben wir uns eh schon immer alle gefragt, was ist diese Megamap? Gehen wir später auch nochmal drauf ein. Ja. Auf jeden Fall sollen da die Features verbessert werden. Es soll implementiert werden und ja, dass man, jetzt nehme ich es doch mal schon ein bisschen vorweg, dass man halt nicht ständig diese Ladebildschirme hat und dass man wechseln kann von Singleplayer zu Multiplayer. Aber wie gesagt, alles was das angeht, wird Weezen und Sawyer, ihr werdet noch einen Progress Report machen und den könnt ihr euch dann anschauen und da wird nochmal auf alle Details eingegangen. Genau, also das berühren wir hier nur ganz kurz. Ansonsten steht es im aktuellen Newsletter drin, geht auf SCB, könnt ihr schon mal durchlesen, was dazu steht. Und ansonsten bleibt up to date, denn hier unserem Channel werden wir dazu diesen Progress Report haben und da werden wir es im Detail besprechen. Wir gehen jetzt zu den Weekly Updates und da gab es letzte Woche Around the Verse, die erste offizielle Folge der Staffel dieses Jahr. Davor war es ja eine Special-Folge über die Aliensprachen. Diesmal geht es jetzt offiziell darum, das neue Format zu präsentieren, denn da gab es ein paar Änderungen. Ja, irgendwie ändern sie das jedes Jahr. Ja. wo sie letztes Jahr noch meinten, ach, dieses Jahr machen wir so, wir konzentrieren uns mal auf ein Studio. Das ist jetzt abgeschafft. Es wird jetzt in Zukunft so sein, es wird sich nicht mehr auf ein Studio konzentriert. Es wird zwar immer noch kleinere Studio-Reports geben, aber es wird jetzt viel mehr so sein, dass man sich auf ein Thema konzentriert und auf zukünftige Entwicklungsschritte. Also nicht, wir schauen zurück, was ist passiert, sondern wir schauen nach vorne, auch mal sehr schön, sehr optimistisch. Das wird passieren. Mhm. Ja, darauf will Around the Verse hinaus und das klingt eigentlich ganz gut. Ja, also den Anfang haben sie jetzt gemacht tatsächlich mit einer Retrospektive, also einem Blick zurück. Wie haben wir den Pirate Swarm erstellt? Was wurde dafür gearbeitet? Was wurde dafür gemacht? Wozu dient er überhaupt eben zum Beispiel als Test von Schiffen, die von der KI gesteuert werden, die eben aber entsprechend den Schiffen entsprechen, die ihr auch habt, das heißt menschlichen Schiffen, keine Vendue mehr, sondern hier geht es wirklich darum, dass ihr gegen Cutlass, gegen Caterpillar, gegen Gladiator und ähnliches antretet. Ja, und das ist sozusagen der Sinn vom Pirate Swarm. Das war jetzt als Retrospektive, weil es eben über die Feiertage gemacht wurde, angelegt und zu sagen, wie sind wir da hingekommen. Aber die nächsten Formate, und da sind wir sehr gespannt drauf, sollen dann in die Zukunft blicken, zum Beispiel so eine Ship-Shape-Episode wieder, wie man sowas macht und so. Das ist eigentlich sehr spannend. Ja, und von da aus im Grunde genommen gehen wir auch schon weiter, nämlich zum Happy Hour Livestream. Ja, das ist ein neues Format, hat jetzt Happy Hour Friday am 20.01. stattgefunden, erstmals. Und ja, da werden immer vier Leute sein, auf jeden Fall immer ein Streamer aus der Community. Dann wird Jared bei sein und Tyler, ne? Ja. Und dann auf jeden Fall noch ein Entwickler. Ja, irgendein Gast, der immer spontan dazu kommt. Irgendein Gast, der dann Fragen auch beantwortet, vor allem auch Fragen aus der Community, die immer wieder auftauchen. Wir haben uns jetzt an der Stelle auch schon mal was rausgepickt von den Q&As, ja, was alle so wissen wollten. Angefangen mit
den Animationen mit der Implementierung der weiblichen Charaktere. Und es wird ja auch mal Zeit, 2017, ja, im Testspiel gibt es jetzt schon die ersten weiblichen KIs. Ja. Das ist natürlich super. Das ist cool. Sie sagen, sie sind immer noch ein bisschen davon, ja, sie sind noch ein bisschen davon entfernt, das Ganze wirklich für Spieler freizuschalten, weil die deutlich mehr Animationen brauchen als jetzt die KI-Charaktere. Die sahen dafür aber schon mal richtig gut aus und das ist auf jeden Fall ein schöner Ausblick, wenn das dann hoffentlich 2017 passiert. Ansonsten ging auch nochmal hier die Frage zu der Megamap rein. Die wurde ja, wie gesagt, dann schon erwähnt zuvor. Diese Megamap soll, im Grunde genommen hört es sich an wie eine große Karte, ist es aber eigentlich gar nicht. Es geht darum, eine kleine Karte zu haben, die sich aber beständig verändern kann. Das bedeutet, wo die Inhalte live gestreamt werden können, Schiffe hinzugefügt werden, andere Spieler rein und wieder raus joinen können und das alles ohne Ladebildschirme verläuft. Das heißt, dass ihr im Grunde genommen die Möglichkeit habt, theoretisch vom Arena Commander Gameplay zum Star Marine Gameplay und wieder zurückzukommen und das Ganze halt live gestreamt und das vor allem als Vorbereitung auf diese Livestreaming-Server-Technik für das Persistent Universe. Mhm. Das ist die im Grunde genommen der Sinn dieser Megamap und das hatte da nochmal erklärt. Ich kann nochmal persönlich sagen, ich habe letztes Mal ein bisschen, als die Änderungen der Formate kamen, sowohl von Around the Verse als auch Reverse the Verse ein bisschen gemeckert, ja, weil ich mich geärgert habe, dass sie diese ganze Interaktion mit der Community so weit rausgenommen haben. Ist aber tatsächlich nicht wahr. Ich muss mich da ein bisschen korrigieren, denn diese Happy Hour Livestreams sind sehr ergiebig, dadurch, dass da halt wirklich der Entwickler direkt konfrontiert wird. Genau, und, mit einem Community-Livestreamer. Genau. So, das war ziemlich cool, hat mir gut gefallen. Dass Around the Verse jetzt wirklich in die Zukunft gehen wird und nicht eine Retrospektive von was haben wir wohl gemacht, gezeigt. Das fand ich auch sehr gut. Also von dahin lasse ich mich jetzt mal davon überzeugen. Denn es geht nämlich auch noch weiter. Wir hatten nämlich noch weitere Formate, nämlich als nächstes zum Beispiel Interview, was eine Spielergemeinschaft mit Dan Truffin geführt hat. Ja, es gab im Dezember das sogenannte Bar Citizen Event, hat diesmal in den Niederlanden in Utrecht stattgefunden und dort wurden auch, ja, ein Dreiviertelstunden in dem Interview war das, wurden auch viele Fragen gestellt und auch beantwortet, was natürlich ganz toll war, also könnt ihr auf jeden Fall auch mal reinlesen. Ja. Wir haben uns hier was rausgepickt, eine Frage, ja, die eigentlich alle immer wieder beschäftigt, auch immer wieder auftaucht im Chat, was ist eigentlich mit der Erkundung der Planeten los? Wenn da jetzt Tausende von Spielern rumrennen und einen Planeten mal erkunden und auskundschaften, dann ist doch irgendwann alles entdeckt, wenn man es einfach bei Reddit reinstellt und dann weiß ja jeder, wo was ist, wo ist denn da der Spaß und wo ist vor allem die Langlebigkeit. Ja. Da haben sie uns aber eigentlich ganz positives Feedback gegeben und versprochen, es wird hoffentlich ja so eine Art Langlebigkeit, ein endloses Spiel geben, weil sie sich auf verschiedene persistente Systeme fokussieren wollen, also sowohl für die Planeten als auch fürs Weltall. Ja, und das ist tatsächlich ganz interessant, dass es quasi ein Stufensystem ist. Es wird große Objekte geben, wie zum Beispiel große Ruinen, Tempelanlagen oder ähnliches, auch große Wracks. Die wird man entdecken können, dann wird man, wenn man die Koordinaten hat, immer wieder dorthin fliegen können. Die wird es einfach geben, die sind dann da. Es sei denn, es kommt irgendwann wirklich ein großer, großer Asteroid darunter oder irgendwas. Aber es ist passiert in der Regel nicht, sondern die sind fest und bleiben dort verortet. Dort, was da drin aber passiert, kann sich wiederum verändern. Und das ist quasi die Stufe 2. Dass man sagt, es wird semi-persistente Sachen geben, die immer mal wieder auftauchen, wie zum Beispiel kleinere Wracks in der Wüste, dann aber auch wieder verschwinden, die dann quasi nach dem Sandsturm vom Sand verschluckt sind und dann einfach wieder weg sind. Das heißt, davon können immer auf einem Planeten welche aufpoppen und wieder verschwinden, sodass damit schon auf jeden Fall eine gewisse Langlebigkeit gegeben ist. Ja, und dann muss man auch bedenken, dass gerade Planeten in Star Citizen eine sehr, sehr, sehr große Angelegenheit sind. Genau, also es wird halt nicht viele davon geben oder tausend, sondern bestimmte, aber die werden so groß angelegt wie ja, beispielsweise unsere Erde. Ich meine, da gibt es auch Milliarden von Menschen und trotzdem ist noch nicht alles erkundet und darauf wollen sie halt auch hinaus, dass das eben nicht machbar ist, dass du alles wirklich im kleinsten Detail erkundest. Richtig, also es wird genug Dinge geben, die man entdecken kann über viele Jahre des Spiels hinweg, hoffentlich, wenn sie es so umsetzen können und damit soll ein endloses Spiel in Anführungszeichen wirklich möglich sein. Das war das eine Interview und dann ging es auch weiter mit der Community, die Fragen stellen konnte, und zwar in dem Fall mit der Subscriber Town Hall. Und da ging es um das Persistent Universe. Ja, und da wurde eine Frage, die fand ich auch ganz spannend, die haben wir uns jetzt auch gleich rausgegriffen, gestellt. Wie ist das eigentlich mit dem Erkunden und Landen auf Stadtplaneten, wie zum Beispiel Arkorp oder Hösten? Ja, da wird es kleine Kontrollen geben. Also wenn ihr landen wollt auf Arkorp, gibt es sogenannte Verkehrskontrollen. Wenn ihr euch daran haltet,
Alles super, könnt ihr landen. Es wird zugewiesen, wo lang ihr, ne, auf welcher Landeplattform ihr landen dürft und wo nicht. Wenn ihr euch nicht daran haltet, dann wird sich der Autopilot einschalten. Ja, na, ihr habt also quasi gar keine Chance, dann von diesem Weg abzuweichen. Es ist auch ganz gut so, wenn man so will, denn es ist tatsächlich nicht gewollt, dass man irgendwann mit einer Idris mitten auf dem Dorfplatz landet. Das soll eben nicht der Fall sein, sondern dass eben auch verhindert wird, dass die Spieler in die Gebäude reinrasen und sowas eben, das soll eben verhindert werden. Ist auch ganz sinnvoll. Außerdem wird es auch vorgeschrieben werden, dass man in einer gewissen Höhe über so einen Stadtplaneten fliegen muss, eben um das zu verhindern, solche Kollisionen zu verhindern. Und schließlich wird es aber auch Planeten geben, wie zum Beispiel Hurston, der ja auch ein bewohnter Planet ist, der zwar feste Landezonen hat, aber bei Hurston ist es vorgesehen, dass man 95% des Planeten überall landen kann und in den anderen Teil dann eben entsprechend eingewiesen wird. Fand ich ganz cool. Ja. Die nächste Frage ging dann wirklich mehr zum Inhaltlichen, und zwar, was ist eigentlich mit verschiedenen Währungen zwischen den Rassen? Wird es das geben? Banu, Xi'an, Empire, haben die alle unterschiedliche Währungen? Muss ich da jetzt Währungskurse lernen? Relativ einfache Antwort. Ein Nein. Ja. Also es wird keine andere, beziehungsweise es stimmt nicht so ganz, ne? Also anfangs wird es keine anderen Währungen geben. Ja. Sie haben zwar gesagt, okay, für die Xi'an oder die Banu kann es schon sein, dass die später eigene Währungen haben werden, aber für uns wird es so sein, dass wir diese trotzdem umrechnen müssen, beziehungsweise die umgerechnet werden in die UEC. Ja. Und es soll nämlich so sein, dass die Spieler am Ende halt keine Fremdwährungen haben. Ja, genau. Das heißt, obwohl es eigentlich auch ganz spannend wäre, finde ja, ich, wenn du irgendwie richtig auch andere Währungen hättest. Wenn ich jetzt irgendwo hinreise, dann... Ist halt so ein Börsentransfer und so ein Börsenwechselkursspiel soll erstmal nicht möglich sein. Sie haben gesagt, auszuschließen ist es für die Fortentwicklung, spätere Ausentwicklung von Star Citizen nicht. Es ja, kann sein, so dass es kommt, aber ihr könnt euch erstmal darauf einstellen, nicht. Es wird erstmal genau. nicht passieren. Und weiter von da aus geht es dann nochmal in die Richtung der Notruf, der Rescue Beacons. Was passiert, wenn ich da mitten im Weltraum Mutterseel allein einen Notruf brauche, also beziehungsweise etwas alleine und dementsprechend Hilfe brauche. Was für Systeme wird es da geben? Oder haben Sie in dem Fall von den sogenannten Notrufbarken gesprochen? Mhm. Ne? Da wird es auf jeden Fall welche geben, sowohl die von den KIs oder Behördensicherheitskräften gehört werden können, aber auch von anderen Spielern. Ja. Und dann wird es sogenannte Service-Beacon oder Barken geben, wo Jobs einfach vermittelt werden können. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Treibstoff brauche, weil ich irgendwo hängen geblieben bin, dann kann ich das anfordern von jemandem oder ein Taxi, Beispiel. Wenn ich irgendwo hängen geblieben bin. Ja, all das wird möglich sein und ich sage euch nur mal so, so wie es momentan aussieht, wird dieser Service-Beacon im Grunde genommen eure Zukunft bei Star Citizen darstellen. Das heißt, ihr seid in einem System und sagt, so, ich bin spielbereit, jetzt geht's los. Ich stelle jetzt meine Dienstleistungen mit dem Service Beacon an und sage, ich biete Treibstoff an oder irgendwie Reparatur oder XY oder ich suche Treibstoff, Crew oder sonst was, irgendwas. Und dann kann man das durchgucken im Spektrum und sagen, alles klar, den nehme ich und dann tritt man näher in Verhandlungen. Es soll sogar so differenziert werden, dass man eben Prioritäten einsetzen kann, dass man eben im Grunde bestimmte Preise vorgeben kann und so weiter und so fort. Das heißt, es wird im Endeffekt euer Missionscluster dadurch ergeben und das ist eigentlich ein sehr, sehr spannendes System, denke ich. Dann suche ich mir immer irgendjemanden aus, mit dem ich jetzt mit einem Taxi fahre. Genau. Nur diesen ich suche einen, eine 890 einen Jump. Fahrer in diesem einen Schiff, bitte. Ja, so ist es. Piloten. Also Piloten, natürlich, das wäre natürlich genau die Möglichkeit, die damit dann zusammenhängt. Ja, ansonsten sind wir damit durch. Ich persönlich muss eigentlich sagen, mit diesen Inhalten, ich bin da schon ganz glücklich mit, dass sie viele Fragen aufnehmen, dass sie viele Inhalte weiter nach wie vor haben. Ten for the Chairman wird auch bald wieder produziert werden. Das heißt, wir haben, glaube ich, eine ganz gute Informationsvielfalt aktuell. Und apropos Informationsvielfalt für euch da draußen, denn wir haben jetzt die Ankündigung für den nächsten Livestream diese Woche. Der wird am Freitag, den 27.01. stattfinden mit Vestem, Vestems Verse. Auf Twitch könnt ihr live reinschalten. Der liebe Gute macht ein Gameplay, wird Fragen beantworten, auch Infos zur Verfügung stellen. Und man munkelt, Dozer will dabei sein. Man munkelt, der man liebe munkelt. Dozer. Wir wollen es hoffen. Es wäre schön. Also schaut rein. Ja, Freitag, kommenden Freitag, 27.01. bei uns auf dem Crash Academy Twitch-Channel. Ab 20 Uhr geht's los und Vestem ist für
euch da. Ja, und dann haben wir noch ein Video, was wir erzählen können. Ja. Das war auch ein sehr amüsantes mit Dosa und mir. Man munkelt Dosa. Starb sehr oft. Ist auch wahr, könnte ich euch nur empfehlen. Wir haben die Starfarer-Wracks in Jela angeguckt und schon mal gemerkt, was da alles noch für Bugs überall drin stecken. Schaut's euch an, ist ein spannendes Let's Play geworden. Ein bisschen mit Gruselatmosphäre, während wir da so im EVA durch diese zerstörten Wracks durchrauschen. Also es sehen ganz schön. Schaut mal rein. Ja, und damit sind wir bei der gruseligen Interaction-Frage, die letzte Woche gestellt wurde. Wie fandet ihr denn das Flugmodell? Vor zwei Wochen. Entschuldigung. Vor zwei Wochen haben wir die sogar schon gestellt. Vor zwei Wochen, ja. Na gut, da hattet ihr ja viel Zeit, drüber nachzudenken und das Ganze nochmal auszuprobieren. Wir fangen mal so an. Wie hat es euch gefallen? So muss es sein, sagten 9%. Ja, tatsächlich der geringste Teil sagte, so muss es sein, perfekt, so will ich es haben. Dann ging es weiter mit, grundsätzlich ist es okay, aber das braucht noch sehr viel Ausentwicklung. Das war der Hauptteil mit 46%. Mhm. Dann gab es welche, die nicht so zufrieden waren, gesagt haben, okay, vorher war es besser, das waren 29%. Mhm. Und dann gab es die Katastrophe. Ja, also 16% von euch, die gesagt haben, um Gottes Willen, das geht gar nicht so. Man sieht, ich glaube, dieser Mittelteil mit 46 und 29%, das ist im Endeffekt auch das, wie sich das global, glaube ich, niederschlägt bei CIG gerade. Und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum wir uns jetzt auf 2.6.1 und 2.6.2 freuen sollen. Ne? Denn da wird, glaube ich, jetzt dann viel dran gemacht. Wir werden so eine Menge dran basteln. Ja, höchstwahrscheinlich. Auf jeden Fall, vielen Dank für euer Voting. Es war sehr, sehr ergiebig. Das hilft uns auch immer so ein bisschen, mal viel für unsere Zuschauer zu bekommen. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Wir sind durch mit dem SCB Voice Report für diese Woche und werden uns jetzt nochmal wirklich wieder daran setzen, mal zu gucken, was wir sonst so auswerten können. Und wie gesagt, ansonsten kommt auf jeden Fall auch noch der Progress Report diese Woche, den ich mit Weezen aufgenommen habe. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt dabei, abonniert den Channel, wenn ihr bei Star Citizen up to date bleiben wollt. Liked oder disliked die Episode, schreibt uns haufenweise Kommentare. Und wenn ihr uns als YouTube-Creator unterstützen wollt, dann geht doch mal auf unser Patreon-Profil, denn dort wurde auch die Kampagne überarbeitet und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr da was findet für euch. In diesem Sinne würde ich sagen, wir beide verabschieden uns bis zum nächsten Mal mit einem gemeinsamen See you on the flight deck!